Wir haben die Ostsee vor der Tür. Die Gäste sind hier wegen dem Tourismus, wegen der Natur, wegen dem Strand, wegen der Sonne, wegen der Erholung. Wir sind kein Industriehafen, wir sind kein Industriestandort, wir sind Natur. Ja, und die Frage in dieser Region stellt sich, ob es gerechtfertigt ist, ein Terminal in dieser Größenordnung, Europas größtes LNG-Terminal, hier zu platzieren. Im Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern sowas hinzustellen, ist eigentlich schon unmöglich. Und deswegen finden wir das wirklich eine Schande, dass sowas hier auf Rügen entstehen soll. Aber Fakt ist ja auch, dass die Firma da draußen nicht nur für 3 Jahre investiert. Also das wird uns 20 Jahre begleiten. Und was ist mit dem Rückbau? Ich bin einer der letzten Fischer von Barbe. Jedenfalls, das ist ja so, hier, wir sind die Letzten. Und wenn wir dann in diese Fanggebiete nicht rein können, dann ist die Strandfischerei in Barbe auch gestorben. Und vor allen Dingen, jetzt haben wir ja, wenn die Heringe durchziehen, auch die negativen Einwirkungen für die Fischer. Ich bin sehr naturverbunden, bin jeden Tag unterwegs am Strand, im Wald. Das ist wirklich so, also wir sind ja auch wirklich, wirklich oft im Wald unterwegs und auch die Käuzchen und das hörst du ja alles. Als es so gebrummt hast, du hörst das nicht. Du hörst es wirklich, die gehen, also die Tiere, die flüchten. Ich finde das ganz doll gruselig und ich finde das auch ganz schlimm. Ich sehe LNG als eine große Gefahr für unser Biotop Ostsee. Und ich halte es einerseits für fragwürdig, dass das LNG-Terminal im Vergleich zu Erneuerbaren so viele Vorteile erhält. Also man darf das zum Beispiel an einer Stelle bauen, wo Erneuerbare wie zum Beispiel Windkrafträder einfach gar nicht gebaut werden dürfen. Und zum anderen finde ich es fragwürdig, dass das Schnellverfahren eben nicht für Erneuerbare gilt, aber für ein LNG-Terminal, was langfristig viel weniger sinnvoll ist. Und ich finde es ziemlich absurd, dass ich auf der einen Seite vor Kindern etwas spiele und erzähle, wo es um diese Themen geht, Umweltschutz und Nachhaltigkeit, und auf der anderen Seite hier gerade etwas stattfindet, was so überhaupt nichts mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu tun hat. Und seit Jahren kämpfen wir halt dafür, dass diese Insel für uns Einheimische hier lebenswert bleibt und dass viele Leute hier Urlaub machen können, was ja eigentlich unsere Lebensgrundlage ist. Ist in den letzten 30 Jahren alles wieder so ein hat so einen Aufschwung erfahren und einfach, das ist einfach nur durch den Tourismus gekommen. Ja, und das wird jetzt wieder zerstört und damit ist eigentlich das, was in 30 Jahren geschaffen wird, dann wieder im Eimer, auf Deutsch gesagt. Ne? Und deswegen ist das für mich völlig unverständlich. LNG ist auf jeden Fall ein No-Go, ne, im Bereich Rügen. Ganz einfache Geschichte, Naturschutz, Fischerei. Sehe ich natürlich eine Gefahr für mein privates Leben und für meine Zukunft. Mit Schall hat das und Schwingungen zu tun, ist klar. Ne? Dadurch werden ja auch wieder die Fische ja weiter abgedrängt, hat aber auch Einfluss auf die ganzen Seevögel plus etc. alles, was noch so im Wasser sich befindet. Ne? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich war auch sprachlos. Aber mal gucken, wie das wird. Wie sich Frau Schwesig noch entscheiden wird und Herr Scholz.